Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. Feedback@heute.at. Das neue Sozialhilfemodell der Bundesregierung soll die bisherige Mindestsicherung ersetzen. Gestern wurden die Eckpunkte präsentiert. Die Stadt Wien lässt noch offen, ob sie das Gesetz umsetzt. Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und Sozialstadtrat Peter Häcker (SP). Bild, Denise Auer, ein SI pro Person 885 Euro, Familien mit mehreren Kindern sollen bald weniger Geld bekommen, für Menschen mit Behinderung gibt es einen 18% Bonus, für Zuwanderer eine Wartefrist. Die geplanten Änderungen sorgen für einen heftigen Schlagabtausch zwischen Stadt und Bund. Auswirkungen, Mindestsicherung neu. Die Entscheidung der Bundesregierung lautet, dass sie allein in Wien 40.000 Kinder in die Armut schickt, sagt Sozialstadtrat Peter Häcker (SP). Er sehe jedenfalls die soziale Sicherheit in Wien gefährdet. Auch Bürgermeister Michael Ludwig (SP) gibt sich entrüstet, es ist unverständlich, wie man kinderreiche Familien so behandeln kann. Bevor das Gesetz Ende Mai beschlossen werden soll, möchte Häcker die Verordnung nun genau durcharbeiten. Am 28. März will sich Sozialministerin Beate Hattinger-Klein, ÖVP, mit Häcker treffen. Die Stadtregierung ließ es gestern noch offen, ob sie das Gesetz umsetzen wird. Die designierte Vizebürgermeisterin Birgitte Hebein, G, sprach von einem Armutsförderungsgesetz. Pro Person gibt es 885, für Paare bis zu 1240. Kinderzuschüsse für Familien, für das erste Kind gibt es 221, für das zweite 133 und ab dem dritten je 44. Voraussetzung für den Bezug der Sozialhilfe ist die Bereitschaft, arbeiten zu gehen. Deutschkenntnisse, wer zu schlecht Deutsch spricht, soll nur 575 erhalten. Zuwanderer, es gibt eine Wartefrist von 5 Jahren. Punkt. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at, das könnte Sie auch interessieren, jetzt kommentieren, Kommentar lesen, Red. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.